Servus Leute und herzlich willkommen zurück zum Rennen hier auf dem Moskau Raceway. Und wir haben uns ja gestern in einem, ich wollte jetzt gerade sagen turbulentes Qualifying, aber das war es eigentlich gar nicht. Wir haben uns die zweite Startposition erfahren und die Durchgangszeit für das Rennen ist 10 Minuten. Jetzt klar, mal gucken, wir fahren pro Runde circa 1,30. Das heißt, wenn ich mir für 8 Runden Sprit einpackt, dann sollte das eigentlich gut reichen. Ja, wir machen mal 9. Sicherheitshalber mal auf 9. Und dann dürfte das eigentlich so passen. Das heißt, wir gehen direkt rein ins Rennen. Rivellini auf 1, der Red Bull hier. Wir auf 2. Innocenti, der, glaube ich, Meisterschaftsführende, nur auf der 3. Der Davies auf der 4, die GoPro-Autos, dann kommen die Sparkos, JVC, Puma, Samsung, nochmal der, oh, der Red Bull, der 2, hier der Latour auf der 12, der ist ziemlich abgeschlagen. Unser Kollege wieder auf der 13, der fährt ja immer so im Mittelfeld, wir sind ja etwas unkonstanter. Und noch das zweite GoPro-Auto hinten hier auf der 16, da hätte ich es auch nicht vermutet. So, sieht auch ganz nice aus, hier vor sich zu gucken und keine Autos vor sich zu haben. Green, green, green. Richtig schlechter Start, sind da mega kacke weggekommen. Oh, der kürzt erstmal ab. Der andere geht weit, da vorne fahren sie sich schon fast in die Karre. Also nur auf der 4 hier momentan geführt. Das wollen wir mal sehen, dass wir hier zum Beispiel direkt schon mal innen reinstechen. Car right, clear right. Forget the start, just get stuck in lane. Aber das hat nicht funktioniert. Downspot. I didn't catch that. Ja, mit der Crew Chief App habe ich ein bisschen Probleme. Die erkennt irgendwie das Mikrofon, also der Pegel ist dem zu niedrig. Aber wenn ich den Pegel höher drehe, dann ist das für die Aufnahme zu laut und übersteuert das. Also eventuell habe ich hier in dem Rennen Probleme mit dem Boxenfunk. Pit window opens in 2 minutes. Boxenstoffenster in 2 Minuten auf. Danke für die Info, Lucius. Und die erste Runde ist dann auch gleich geschafft. Ich probiere es nochmal. Downspot. Okay, no more spot, of course. Jetzt hat er es. Bremsvorlauf ein bisschen nach hinten, weil die Vorderräder dort noch sehr stark blockieren. Da auch schon wieder. Und der geht über die Ziellinie nach der ersten Runde auf Position 4, 8 Zehntel nach vorne. Das ist machbar. Und natürlich nur, wenn ich hier gut fahre. Oh, richtig schön da getroffen, die Kurve. Das war ein bombiger erster Sektor. Boah, da bist du ein bisschen hart über die Curbs geballert. Da wollte ich jetzt schon zu viel in der ersten Kurve da in der Schikane. Oh, ich habe das Gefühl, ich kann nicht wirklich aufschließen. Vielleicht wegen dem vielen Benzin, weil ich glaube, ich habe deutlich zu viel dabei. Ich glaube, so 7. Boah! 6 Runden oder so hätten gereicht. Ne, 6 Runden ist, glaube ich, zu wenig. Ach, ich weiß es nicht, ist mir auch jetzt egal. Jetzt kannst du mich eh nicht mehr ändern. Aber was sich ändern kann, ist der Abstand da vorne. Wobei ich nach vorne jetzt eher verliere. Eine Zehntel diese Runde. Das Problem ist der letzte Sektor. You got 10 minutes of fuel left.
Was war jetzt mit Fuel? Irgendwas mit You got so und so viel Fuel left. Aber ist mir auch jetzt egal, wie das mit dem Fuel aussieht. Was wir mal machen könnten. Da rechts steht mir 11, sind das die Liter. Hm. Jeder von der geht in die Box. Okay. Ja, auf der Geraden kühlen die Bremsen immer runter. Links hat man jetzt noch die Sirene gehört. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir genug Sprit dabei haben, weil das müsste eigentlich. Ich meine, guck mal, wir fahren 10 Minuten, eine Runde dauert anderthalb, sagen wir mal, selbst wenn eine Runde eine Minute dauern wird. That's half distance. We're looking good for fuel. 5 minutes to go. This is good. We'll be on the podium if we can keep it together. Jetzt habe ich, also, jetzt hat es mir nochmal bestätigt, dass genug Benzin dabei ist. Ich habe ja schon an meine Mathematik hier gezweifelt. Aber dann habe ich den eben einfach nicht richtig verstanden, den Typi. Ja, halbes Benzin, also das ist alles hier locker easy. Oh, jetzt gehen da vorne gerade alle an die Box. Keep it between the white lines and we'll get a penalty. The leader, Rivellini, is pitting. So, da war jetzt Verwarnung abkürzen. Ich hoffe halt echt, dass ich jetzt nicht noch eine Durchfahrtsstrafe bekomme, weil das wäre richtig bitter. Oh, aber bis jetzt nur ungültig wegen Abkürzen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Cardinal is now leading. Fastest lap for Langer. 1:26. Wo kommen sie, wo kommen sie, wo kommen sie, wo kommen sie? The pit window closes in fahr. Oh, das wird ganz eng. Ich glaube, ich komme als Führer raus. Push, 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 or we'll lose this place. Car approaching. Watch your mirrors. Oh, welche Position sind wir? Ich glaube, wir führen. Oh, die Reifen sind kalt. Aber mich haben die zwei, zumindest der Red Bull, auf keinen Fall in der Box überholt. Das hätte ich wohl mitbekommen. Jetzt nach der Position zu fragen, ist zwar eigentlich sinnlos, weil es ja sicherlich Leute gibt, die noch nicht an der Box waren und die jetzt noch dann quasi vor mir sind. Aber das. Pit window closing in 1 minute. So rein von der Logik? Nee, ich bin jetzt. Ich zweifle gerade vollkommen an meinem. An meiner Wahrnehmung hier. Ups, erster Gang, besser nicht. Mich hat doch niemand in der Box überholt, oder? Ich bin als Dritter rein. Die zwei sind dann links abgebogen. Dann habe ich gehalten und mich hat doch niemand überholt. Bin ich gerade Führender? The leader, Cardinal, is pitting. Langer ahead is pitting. Wir fahren jetzt alle in die Box. Langer is leading the race. P3. Okay, die waren jetzt an der Box. Das Boxenschaufenster ist zu. Just 2 minutes left. 2 minutes to go. Pit window is closed. Das scheiß Headset, warum fällt denn das jetzt so oft aus? Ich könnte kotzen. Hoffentlich ist die Aufnahme noch dran. Ich habe Angst, jetzt die Positionsleiste anzumachen. That's 5 minutes of fuel left. Ah, that's 5 minutes in fuel left. Das heißt, ich kann nur quasi noch 5 Minuten fahren, bevor mein Tank leer ist. Jetzt check ich, was der da eben gesagt hat.
Also ich will jetzt nicht die Positionsliste anmachen. Ich vertraue auch nicht wirklich auf den Lucius, weil ich nicht weiß, ob der mich versteht. Zum Boxenfunkknopf zu lang ist jetzt auch schlecht, aber ich glaube, ich führe das Rennen. Watch those track limits. Bitte keine Verwarnung. Keine Verwarnung mehr, sonst bekomme ich schon wieder eine Durchfahrtsstrafe wegen Abkürzen. What's my position? You're now in the lead. Ich führe. Leck die Katz. Okay, holy moly. How long's left? Less than 1 minute. Less than 1 minute. Wird das der erste Sieg? Scheiß die Wand an. Das Bitterste wäre jetzt echt eine Durchfahrtsstrafe. The gap to Innocenti behind is now 6/10. You're leading. One more lap. Keep it together. We'll win this. New fastest lap for Rossellini 1:26.5 seconds. Ich bin jetzt einfach mal für den Rest des Rennens still, glaube ich. Ich muss mich jetzt so hart konzentrieren. Ich will das hier gewinnen. Die Schikane bin ich jetzt voll gefahren wie eine Pussy, aber ich will einfach das Auto nicht wegschmeißen. Ich will auch nicht abkürzen. Weil jetzt noch eine Durchfahrtsstrafe, das wäre so bitter. Das wäre so bitter. 2 liters remaining. Bitte nett, bitte nett, bitte nett. Boah. Da bin ich einfach volles Risiko gegangen, weil hätte ich da nicht so arg gebremst, dann wäre ich rausgekommen, dann hätte ich vielleicht noch echt eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Oh. Very little fuel left. Mama. Aber ich hatte echt Bammel, dass mich jetzt noch einer überholt da. Wo sind die? Ich sehe sie nicht im Rückspiegel. Ja, auch pussyhaftes Anbremsen, aber das ist mir jetzt scheißegal. Denn das ist der verkackte Sieg. Noch 1 Liter Benzin, scheiß die Wand, dann wurde das zum Schluss nochmal knapp. Aber wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Woo! Alter, scheiß die Wand an. 1:27.000. Die Zeit musste erstmal fahren, so genau. Guck mal, der Red Bull, der ist nur Vierter geworden am Ende. Die haben den Boxenstopp voll verschissen. Alter. Mega nice, danke ans Team und Spaß, der Boxenstopp hat mir den Sieg gebracht. Guck mal, ich bin als Vierter rein, also jetzt bereinigt, ja als Vierter, und komme als Erster wieder raus. Ich habe 3 Autos in der Box quasi überholt. Leck die Katz, war das geil. Hoah, Sieg, Leute, Sieg, der erste Sieg. Und es war zum Schluss, ja, eine Sekunde etwa Abstand. Und wie schnell hat das Benzin runtergegangen ist. In der einen Runde war es noch 5 Minuten. Und dann bin ich eine Runde gefahren und da war es nur noch 1 Minute. Alter. Oh mein Gott, ich bin einfach nur so froh. Podium hier oben rechts steht's, aber natürlich ist es der Sieg. Scheiß jemand dann, Leute. Ist das geil. So, Fahrerplatzierung. Wir sind auf dem 9. mit 27. Ja, der ist halt 123, also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber jetzt nochmal so. 9. Platz, Rookie-Saison. Und da ist hier also der 8. ist auf jeden Fall noch drin. Nach oben 7. oder so, das geht auch noch. Teamplatzierung, wo ist da momentan Scheffler? Mit 34 Punkten auf Platz 7, ja. Geht auch noch besser. Also die meisten Punkte davon habe ich wohl geholt. Und, tja. Das war geil. Das war echt geil. Puh. Muss aufpassen, dass ich hier kein Rohr in der Box bekomme. So. Oh. Alter, das... Das ist echt ein geiles Gefühl, so ein Rennen gewinnen. Ha! In der World Series bei Reno. Das ist echt geil. Mal gucken, wo es uns das nächste Mal verschlägt. Ich glaube, es ist schon Spa. Also nicht, weil es hier jetzt angezeigt wird, sondern weil wir ja jetzt Saisonmitte schon drüber sind. Es war das 6. Rennen. Das 7. Rennen ist mal nicht Spa. Das 8. ist Österreich. Dann kommt Nürburgring-Hockenheim, oder? Ja, es ist Spa-Francorchamps. Das nächste Rennen ist Spa-Francorchamps. Eine Strecke, die ich sehr, sehr geil finde, die mir auch einigermaßen liegt, so wie ich das mal einschätzen darf. Aber wo wir da letztendlich landen, das seht ihr erst in der nächsten Woche. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen guten Restsonntag und wie immer, halt die Wurst hoch. Ciao.